Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 Rise and Fall und eurem Dr. Wolfsherz, der sich hier als Schottland versucht zu behaupten. Und bisher, kann man ja sagen, klappt's auch ganz gut. So, unser Highlander ist an der Grenze zum Deutschen Reich angekommen. Da oben ist Dortmund. Wir bleiben hier stehen. Wir haben noch nicht vor, anzugreifen. Das könnte allerdings relativ bald passieren. Also die Entscheidung dafür fällt mit Sicherheit noch in dieser Folge. Und ich habe eure Kommentare inzwischen gelesen bezüglich eurer Meinung, welche Siegesart wir hier wählen sollen. Und ich kann leider nicht wirklich ein eindeutiges Ergebnis daraus ablesen. Erstens haben sich nicht wirklich viele beteiligt und gesagt, was ich machen soll. Ist auch okay. Dann entscheide ich es einfach selber. Und die, die es gesagt haben, das war so Hälfte Herrschaftssieg, Hälfte Wissenschaftssieg. Beide mit jeweiligen Argumenten auch. Ich denke, wir gucken einfach mal, was auf uns zukommt. Wenn der Wissenschaftssieg kommt, dann kommt er. Ansonsten machen wir erstmal hier auf Herrschaft. Ich weiß nicht, was zuerst kommt. Was müssen wir hier nochmal für tun für den Wissenschaftssieg? Moment, steht doch hier irgendwo. Wir müssen dazu einen Satelliten starten, die Mondlandung eines Menschen und eine Marskolonie errichten. Ja, nächster Schritt ist erstmal einen Raumhafen bauen. Genau, okay, also wird alles noch eine Weile dauern, denke ich mal. Aber wenn wir jetzt den Herrschaftssieg plötzlich anstreben sollten, auch das dauert noch eine ganze Weile. Und hier oben sehen wir haben 750 Runden Zeit, einen der Siege davonzutragen. Wir sind in Runde 377. Haben also auch schon die Hälfte überschritten. Knapp. Und deswegen müssen wir uns schon so langsam festlegen. Ich denke, den Krieg gegen Deutschland werden wir auf jeden Fall noch führen. Wenn jetzt die Franzosen uns auch nicht angreifen, denn dieser besagte Notfall, der tritt ja gar nicht ein, das ist, glaube ich, vorbei hier. Wir haben ja Kumasi angegriffen und übernommen. Aber dieser Notfall, der dann hier kurz auftauchte, das ist nix. Von daher ziehen wir jetzt auch unsere Truppen hier von der Grenze ab und schicken die nach Westen oder Osten, je nachdem von welcher Richtung man guckt. In diesem Fall ist es eigentlich eher Osten und positionieren die vor Berlin. Wir werden versuchen, Berlin mit einem Schlag einzunehmen. Das heißt, dieser Musketier kommt hierher. Die Bombarde stellen wir schon mal hier hin. Feldkanone kommt dorthin. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ganz so nah an der Grenze dürfen wir uns auch nicht aufstellen, sonst merkt er das und wird uns auffordern, die Truppen dort abzuziehen oder ihm halt den Krieg zu erklären. Und dann könnte er uns früher in den Krieg zwingen, als wir so wirklich 100% bereit dafür sind. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, mit dem, was wir hier in diesem Bereich haben, könnten wir schon fast Berlin einnehmen. Hier haben wir übrigens auch noch eine uralte Einheit, die könnten wir updaten zu... Du und ich, wir fahren mit dem Auto oder mit der Bahn, aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. So, dann haben wir das Wirtschaftswesen abgeschlossen, könnten jetzt eine Börse oder das Weltwunder Big Ben bauen. Big Ben bringt vor allem Geld und große Händlerpunkte. Die Börse natürlich Geld. Und den Panzer hier. Für 470 Gold. Wir bauen ja schon einen Dumfries. Dieser hier hat schon eine Beförderung. Von daher ganz klar, dass wir das jetzt machen. Und schaut mal, da gibt es auch zwei Zeitalterpunkte für. Vorher war Öl nur von theoretischem Interesse, doch nun nutzt unser Panzer es zum weltweit ersten Mal als Waffe. Da ist er. Ja. Niedlich sieht er aus irgendwie. Den Panzer werden wir auch nach vorne verlegen. Irgendwie wirken die anderen Einheiten jetzt so veraltet. Also gegen den Panzer zumindest. Aber alles gut. So. Hatten wir nicht noch irgendwo einen zweiten Streitwagen stehen? Da unten ist noch einer. Auch schon befördert. Ihr wisst, was dann passiert. Dann wird er auch direkt zum Panzer aufgerüstet. Und die haben halt eben schon eine Beförderungsstufe. Das ist das Schöne daran. Gut, der Handwerker wird natürlich jetzt hier den Bauernhof errichten, keine Frage.
Und als nächstes erforschen, tja, viele Möglichkeiten. Die Infanterie wäre natürlich sehr schön. Drei Musketiere haben wir, das Heureka ist längst da. Das heißt, es wird die Infanterie. Ich wüsste nicht, wer uns da noch aufhalten sollte, weil ich habe das Gefühl, die anderen sind davon weit entfernt. Stallungen wirken jetzt auch irgendwie etwas altbacken, aber nichtsdestotrotz. Trotzdem machen noch Sinn. Wir bauen jetzt aber hier die Bank. Ich möchte, dass wir schnell wieder viel Geld bekommen. Wir haben jetzt zwei Aufwertungen gemacht, die recht kostspielig waren. Tja, und hier, wenn wir in Sheffield schon den Hafen gebaut haben, dann müssen wir natürlich auch durchziehen. Dann errichten wir jetzt auch den Leuchtturm und alles weitere, was nötig ist, um hier auch noch ein bisschen was draus zu machen. Und wir brauchen hier auch dringend mal einen Bautrupp, denn hier gibt es noch einiges zu modernisieren. Kumasi sieht da schon besser aus. Ach ja, hier ist noch ein Musketier. Den ziehen wir dann auch rüber. Hierher erstmal. Oh ja. Die Bombarde lässt sich auch schon verbessern zur Artillerie für 175 Gold. Keine Frage, machen wir natürlich. Da steht's, ne? Das sieht doch schon richtig nach was aus, oder? Auf jeden Fall. Verschanzen. Und nächste Runde. Indien hat die bösen Taten Deutschlands denunziert. Dieser Stadtstaat ist übrigens auch mit uns verbündet. Das heißt, wenn wir in den Krieg eintreten gegen Deutschland, dann dürften die sich auch noch auf unsere Seite stellen. Ist natürlich sehr, sehr gut. So, was können wir jetzt noch verbessern hier? Das können wir noch nicht, da brauchen wir Plastik für. Das ist außerhalb jeder Reichweite. Hier sieht es sonst auch nicht viel besser aus. Wir könnten hier noch einen Bauernhof errichten. Oder hier einfach mal ein Sägewerk reinstellen. Wird nicht angezeigt, also scheinbar im Moment auch gerade gar nicht so stark benötigt. Diesen Händler schicken wir, glaube ich, den schicken wir nach Stirling. Macht jetzt keinen Sinn, den mehr ins Ausland zu schicken, wenn da gleich die Luft brennt. Die Panzer rollen. Endlich mal Einheiten, die eine gewisse Bewegungsreichweite auch haben. Da macht es doch gleich viel mehr Spaß, Krieg zu führen. Weil wenn man die Truppen jetzt so schön verschieben kann, dann geht auch der Herrschaftssieg natürlich ein bisschen schneller. So, die Artillerie. Ja, trotzdem nur eine Reichweite von 2, die muss also später eh wieder hier. Ja, hier ist das Lager. Das Lager macht die Sache schwieriger. Da steht irgendein Wunder. Welches ist es? Oh, die bauen den Big Ben. Okay. Deutschland hat ein Panzerschiff, definitiv. Es könnte aber halt immer noch das eine vom General sein. Ich sehe sonst überhaupt gar keine deutsche Truppen hier. Außer mal so ein Handwerker da, aber Militär. Haben die überhaupt Militär? Sind die vielleicht gerade woanders selber mit beschäftigt? Gute Frage. Wenn die Panzer vorne sind, werden wir angreifen. Und ich glaube, wir werden zuerst das Lager kaputt schießen. Das heißt, die Artillerie würde hier stehen. Könnte bequem das Lager angreifen, allerdings auch umgekehrt. Das Panzerschiff. So, wollen wir den letzten Rest hier entdecken? Ne, haben wir schon. Ist ja entdeckt. Ist ja entdeckt. Das sieht so komisch aus da. Ist halt so. Ja, ich glaube, ich lasse das Panzerschiff doch nicht da stehen, sondern verschiebe das hierher. Es könnte gegen das Lager sinnvoll sein. 9 Runden. Na, wir werden es erstmal bis hierher fahren lassen.
könnte natürlich warten, bis Berlin fertig ist mit Big Ben. Und dann das Wunder mit übernehmen. Aber wer weiß, was in der Zeit noch passiert und welche Technologie denen in der Zeit in die Hände fällt. Das Risiko, dass die dann plötzlich auch mit Musketenschützen zum Beispiel da stehen, ist vielleicht doch ein bisschen groß. So, und dann ist der Handwerker aufgebraucht. Und da ist der nächste Panzer. So. Artillerie vor. Panzer vor. Kanone. Panzer Nummer 2. Und die Musketenschützen dahinter. Das soll unsere Angriffsstreitmacht sein. Zwei Panzer, eine Artillerie, zwei Musketiere und eine Feldkanone. Damit denke ich, ist es möglich, Berlin zu nehmen. Und darum werden wir jetzt in die nächste Runde gehen und dann den Krieg erklären. Was natürlich wieder auch einen hohen Kriegstreiber-Malus zur Folge hat. Aber was das Ansehen bei den anderen Nationen angeht, da mache ich mir eh keine Illusionen mehr. Das wird auch nicht mehr besser. Denn wenn man einmal den Kriegstreiber-Malus so hoch hat, dann kommt man da nur noch sehr schwer von weg. Von daher, da müssen wir einfach mit leben. So, wir haben noch eine Runde, dann sind die Normbauteile fertig. Überlege ich gerade, ob wir noch warten, weil dann können wir die Musketiere, glaube ich, aufwerten zur Infanterie. Beziehungsweise haben wir gar nicht das Geld dafür. Blödsinn, wir machen jetzt den Angriff. Schau mal, er guckt auch ganz bitter rein. Oh, Überraschungskrieg. Haben wir denn einen Casus Belli? Einen formellen Krieg können wir erklären. Denn er hat uns denunziert. Das ist ja das Schöne. Wir können also mit immerhin noch harten Kriegstreiber Malus Krieg erklären. Wie wollt ihr an mir gesiegen, der ich so viel der Fiende verdorbe? Ja, das kann er sich gerne einreden, dass er hier eine Chance hat. Ich glaube, da werden wir ihm eines Besseren belehren. Und direkt mal loslegen mit dem Lager. So sind wir noch nicht in Reichweite der Stadt. Da ist es auch noch sicher, obwohl Hamburg... Nee, ist sicher. Okay, können wir stehen lassen. Produktion. Kraftwerk wäre natürlich immer schön. Unterhaltungskomplex wird vorgeschlagen. Ich wüsste aber nicht, warum. Annehmlichkeiten sind null, aber kann halt auch nicht jede Stadt lachen. Ich denke mal... der Leuchtturm. Drei Runden wird der nächste Panzer fertig. In 8 das erste Kriegsschiff. Deutschland wurde von Hattusha der Krieg erklärt. Das sind jetzt unsere Stadtstaaten, die einspringen. Sansibar müsste eigentlich auch schon erklärt haben. 27 Kriegserklärungen. So, die Artillerie hat Schaden genommen, aber doch sehr wenig, wenn man das so vergleicht. Wann können wir eigentlich Armeen machen? Das fällt mir gerade noch ein. Damit eine Maschine reibungslos und vorhersehbar. So, jetzt haben wir die Normbauteile. Für Infanterie. Wir können ja auch Armeen später noch gründen, oder? Ja, wann können wir das eigentlich? Infanterie, 220 Gold. Damit warten wir aber noch ein bisschen nach dem Krieg.
Tja, das können wir durchaus machen. Tja, die kriegen wir jetzt nicht vorbei. Brauchen wir aber auch nicht zwingend. Der Panzer steht jetzt in Angriffsreichweite der Stadt. Und wir können wieder was erforschen. So, wo ist das mit den Armeen bloß? Ist das überhaupt eine Technologie oder ist das eher eine Ausrichtung? Das ist bestimmt eine Ausrichtung. So, wir könnten hier Maschinengewehr erforschen oder Luftabwehrgeschütze, Flugzeugträger und Zerstörer, Aufklärungsbataillon, Doppeldecker, Landepiste, die Flugplätze halt insgesamt. Plastik? Grundsätzlich natürlich nicht uninteressant. Das ist natürlich super. Der Sanitäter? Das machen wir mal. Sanitäter können wir auf jeden Fall gebrauchen. Kann nebenstehende Einheiten heilen. Und was ist fertig geworden in Köln? Der Seehafen. Dann bauen wir jetzt hier eine Börse. Tja, ihr müsst alle leider noch warten. Statt Fernkampf? Ach, schaut mal. Ein deutscher Aufklärer. So, diesmal steht auch keine Einheit hier. Ich habe das ein paar Mal vergessen, dass ich dann besser die Einheit nehmen könnte, um die Erfahrung der Einheit natürlich zu pushen. Aber jetzt in diesem Fall keine Einheit da, die hier profitieren könnte. Deswegen darf die Stadt das auch machen. So, schauen wir, was hier passiert. Der Panzer wird mit Sicherheit von Berlin bombardiert. Aber keine Einheiten bis jetzt, ne? Na, die gehen auf die Artillerie. Ist nachvollziehbar. Ich glaube, die haben uns im Moment tatsächlich überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ist natürlich bitter für Deutschland. So, das dazu. Jetzt habe ich nur eine Sache vergessen, leider. Und zwar, ich wollte eigentlich die Artillerie vorziehen und ich habe da dummerweise gerade den Musketenschützen hingestellt. Da müssen wir leider auf nächste Runde warten. Ich sehe es ja jetzt erst. Die haben uns den Krieg erklärt. Hoppla. Haben sie es doch gemacht. So, was haben wir denn da? Das Heureka für... Verbundwerkstoffe, okay. Die Amerikaner und die Franzosen haben uns den Krieg gemeinsam mit den Deutschen erklärt. Das heißt, jetzt müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Dann bleiben die Truppen doch vielleicht mal hier stehen. Den Panzer lassen wir auch mal hier. Und wir haben ja so ein paar Einheiten hier auf den Weg gebracht. Hier zum Beispiel. Der bleibt mal hier stehen. Nicht, dass wir da hinten gleich ganz ohne Einheiten stehen. Das wäre ja wohl fatal. So, jetzt kann die Artillerie wahrscheinlich nicht mehr feuern. Beziehungsweise von da geht es, glaube ich, eh nicht. Wir werden sie mal vorziehen. Hierher. So kommen wir auf jeden Fall an Berlin ran gleich. Und ja, du darfst jetzt schon. Das hat aber so gut wie keine Auswirkungen. Plündern wir doch mal den Händler. 150 Gold. Und die bleibt erstmal stehen, die Einheit. Die Stadt greife ich nicht an, das wäre Selbstmord. Da hinten ist ein General.
Und da kommen auch noch weitere deutsche Städte. Also Magdeburg wussten wir ja schon, da oben ist noch mehr. Aber Berlin, die Hauptstadt, ist erstmal das Entscheidende. Und der Panzer ist fertig. Wir könnten jetzt eine Börse bauen oder wir bauen noch einen Panzer. Oder noch eine Artillerie. Zweiter Artillerie macht auf jeden Fall Sinn. Und in Edinburgh gibt es eine Fabrik. In Kumasi eine Werkstatt. Und du wartest. Sehr schön. Es läuft doch ganz gut. Bin sehr zufrieden. Mach mir nur ein bisschen Sorgen, was jetzt Frankreich und Amerika eventuell machen. Wir können ja nochmal nachschauen in der Weltrangliste. Man sieht, glaube ich, nicht... Ja doch, die militärische Stärke sieht man schon und... Die Franzosen sind sogar stärker als Deutschland, ist tatsächlich auf dem letzten Platz. Und Amerika hat auch nicht viel entgegenzusetzen. Allerdings, die Franzosen, die könnten da schon eine andere Nummer sein. Da bin ich mal gespannt, weil die uns ja jetzt auch den Krieg erklärt haben, wie das dann für uns aussieht, wenn die tatsächlich mit Einheiten kommen sollten. Was ich noch bezweifle. Eine Kriegserklärung bedeutet ja nicht immer gleich, dass die auch mit Einheiten um die Ecke kommen. So, Verteidigung ist langsam runter, da die Kanone hat eine Beförderung verdient. Das ist ein indischer Händler, die haben keinen Krieg mit uns. Dann warten wir auf jeden Fall ab. Verzeihung. Stirling. Stirling hat eine Feldkanone. Unsere Hauptstadt. Ah, genau, wir haben den das Handelszentrum abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen jetzt aber nochmal was Militärisches dazwischen schieben. Wie wäre es mit einem Panzer? Wir sind hier oben militärisch auch ein bisschen dünn. Also wir haben zwar ein paar Feldkanonen stehen. Aber wenn die jetzt wirklich Großangriff starten würden, dann wäre das vielleicht nicht genug. Darum baue ich auf jeden Fall noch ein paar Einheiten nach. Schon auch, weil wir einen Herrschaftssieg mit so ein paar Einheiten nicht kriegen würden. Da müssen wir schon ein bisschen herzhafter, in allen naturgeschichtlichen Werken ein bisschen beherzter zu packen. Finden wir ständig Details über die wundersame Anpassung von Tieren an ihre Nahrung, ihre Gewohnheiten und die Orte, an denen sie zu finden sind. So, jetzt haben wir den neuen Bezirk Wasserpark. Können das Aquarium bauen und das Riesenrad. Den Zoo können wir bauen. Der muss aber in den Unterhaltungskomplex. Wir haben die Altertumsstätten als Ressourcen sichtbar und können Archäologie betreiben mit einem Archäologen. Die Politik ändere ich nicht. Und bei der Ausrichtung muss ich jetzt mal gerade schauen, wo das mit den Armeen ist. Nationalismus, Kolonialkriege, zusätzliche Spion. Das muss doch eigentlich schon längst möglich sein. Hier, das ist die Bildung. Das ist die Armee oder Armada. Okay. Bei der Mobilisierung. Aber es gibt doch vorher noch was anderes, den Chor. Grasland, Hügeln, Bahnhöfe. Wo ist denn das mit dem Chor oder haben wir das schon? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das muss doch aber noch davor kommen. Ja, beim Naturschutz nicht. Ich würde sagen, wir brauchen kurz die Zivilopädie. Oh nein, 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 bleib stehen. Ah, verdammt. Brauchen wir kurz die Zivilopädie.
heißt die denn nochmal? Hallo, Zivilopädie. Ach, wir gehen einfach so rein. Suche. Chor. Natürlich so geschrieben. Formation. Formation ist nicht das gleiche. Mein Gott, was ist los mit mir? Erstes Chor der Welt. Ja, das ist ja witzig. Steht leider nicht dabei. Oder können wir das schon? Nee, es geht noch nicht. Dann müssten wir... Obwohl, Moment. Ah nein, wir können das noch nicht. Bin ich gerade überfragt. Okay, wählen wir die nächste Ausrichtung. Was haben wir denn? Nationalismus? Ach, hier steht's doch. Das, der zweite Satz. Ich habe nur den ersten gelesen. Ermöglicht das Zusammenfügen von zwei identischen Einheiten zu einem Korps oder einer Flotte. Nationalismus. Ich habe nur den ersten Satz davon gelesen und gedacht, nee, das ist es nicht, das ist mit Spionen. Und habe es deswegen nicht gesehen. Sowas Dummes. Okay, die Kanone befördern wir eben. Kampfstärke beim Besetzen eines Bezirks oder einer Festung. Nehmen wir das mal. Die Artillerie darf auch befördert werden, aber die brauchen wir jetzt im Moment. Die brauchen wir im Moment noch. Ist dann noch unsere erste Einheit mit Stufe 3. Ich glaube, wir gehen jetzt hier auf die Stadt. Dieser Musketier könnte noch eine Beförderung gebrauchen. Das heißt, wenn wir zuerst mit dem Panzer angreifen, vielleicht kommt der Musketier dann schon durch. Ich glaube es nicht. Nee, nicht ganz. Ja, gibt trotzdem Beförderung. Ach, er darf sich nicht mehr bewegen. Okay, dann eben nicht. Dann bauen wir wieder was. Und zwar in dann die Werkstatt. Und den Händler schicken wir... Was? Sterling. Hier haben wir die Schiffswerft fertig. Ich glaube, hier möchte ich mal einen Wasserpark bauen. Ach, können wir nur auf die Fische setzen? Nee, dann nicht. Dann bauen wir in Newcastle jetzt erstmal eine Bank. Okay. Gut, dann würde ich sagen, soll's das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Berlin liegt in Trümmern. Gleich nicht mehr. Wenn wir einmarschieren, werden wir natürlich alles reparieren. Die Stadt behalten wir selbstverständlich. Und dann können wir uns überlegen, Hamburg oder vielleicht hier oben mal Dortmund-Mainz noch. Die liegen nämlich sonst so in unserem Rücken. Wir könnten die natürlich auch mit nachrückenden Einheiten erledigen. Wir bauen ja gerade noch eine neue Artillerie. Und dann könnten wir mit der Hauptarmee, nenne ich es jetzt mal, weiter vorrücken. Ich würde aber auch gerne die Einheiten jetzt dann modernisieren langsam, die Musketiere zu Infanterie machen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Schönen Tag noch, dein Dr. Wolfsherz. Ciao.